The main purpose of the project is to dual the single line railway in this section of the West Coast. The rest of the West Coast is pretty well dualed already. It's just in Varberg, which is like the final piece of the puzzle. Das Besondere hier an dem Projekt ist, dass wir komplett papierlos arbeiten. Es gibt nur die Modelle und auf deren Basis werden alle Bauarbeiten ausgeführt. Der Bauarbeiter vor Ort nutzt ein Tablet. Der kann darüber über eine gemeinsame Datenbank das neueste Projekt, den Stand abrufen und kann darauf basierend seine Bauausführungen ausführen. The role of BIM is almost like the glue which holds all the design together. We use 4 and 5D BIM on the project, which is 4D is the time aspect, 5D is the quantities and the commercial aspect. BIM, with the way we're using BIM in the project here is, I think it's really pushing the boundaries, it's cutting edge. We're using the tools together in a way which I've never really seen before. We're producing like this virtual design which has been used directly at site. It's the future, it's where design and construction is going. We just got to get everybody up to speed. It's really is where it's going. We can't ignore BIM any longer. It's part of the daily life of the designer and it's going to become everybody's day-to-day tool. BIM ist unsere Zukunft. Es ist so, dass wir gerade bei solchen komplexen Infrastrukturprojekten, dass wir viel effizienter und kostengünstiger Lösungen finden können. Und es gibt viele Sachen, die wir ohne BIM so nicht lösen könnten. Zum Beispiel die Kollisionsprüfung oder auch die Anwendung zur Mengen- und zur Kostenermittlung. Für mich ist das ganz besonders spannend, weil es immer wieder neue Herausforderungen sind, die es zu bewältigen gibt, weil man unglaublich viel lernt auf ganz, ganz vielen Ebenen und dass man auch in dieser Firma und auch in diesem Umfeld hier arbeiten kann und gemeinsam diesen Weg beschreiten kann.